Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich glaube, wir können das schon. Sie haben mich gefunden. Oh. Ist ja? Ihnen klar, dass Sie erst der Zweite sind, der diesen Raum betritt? Das modernste Labor der Insel? Machen Sie bitte nichts kaputt, während Sie sterben. Mechanische, vernichte diesen Eindringling! Großartig. Die Maschine hat einen weiteren Befehlssatz absolviert. Die Maschine hat einen weiteren Befehlssatz absolviert. Mhm. Ich hätte gern den Elektroschocker. Der wird sicher irgendwo los, sein, oder? Beenden Sie dieses triviale Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe Wichtiges zu tun. Wo sind Sie bitte? Die Leute, also die Mech. Die Maschinendinger. Ah, warte. Genug jetzt. Kommen Sie raus und stellen Sie sich mir. Wie soll das gehen, dass ich darüber kann zum Aufspielen? Ach so, natürlich. Das frage ich noch blöd, ne? Ja, ja. So cool. Einfach nur so cool gemacht. Tada! Offen! So. Das hätten wir schon mal. Ich speichere gleich wieder mal. Ich bin so speichergierig, ich weiß. Speichergierig. Jo. Passt. So, was haben wir da? Allgemeiner Ortungsmodus. Oh. Trivianisches Erz. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Diese Wiedergabe gibt so eine falsche Ortung an. Alter Schwede, sag ich nur, ne? So. Ich hätte gerne den Elektroschocker, bitte. Der muss doch hier irgendwo sein, bitte. Ich meine, ein Labor. Was, eine Rune? Hör auf! Mann, ich sag was. Die Unterdrückten, Armen und Vergessenen. Gassenjungen, Bettler, Waisen. Wer spricht für sie? Okay. So. Haben wir hier irgendwas? Glaub nicht. Eine Rune wäre halt noch da. Die Frage ist Nür. Das muss der Elektroschocker sein, den Jindosh erwähnte. Wo? 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 Was? Wo? Bin ich draufgetreten? Wie? Was? Hä? Der? Aha. Und wie versorgen wir den jetzt mit Strom? Wenn ich Jindosh in die Maschine stecke, zerstört sie einen Teil seines Geistes. Die Maschine läuft gerade langsam. Okay. Das heißt, den Kerl nach Möglichkeit bewusstlos hauen. Aha. Okay, Energie für den Elektroschocker. Na, da steht ja was. Nicht vergessen, es steht nicht genug Strom für den Elektroschocker zur Verfügung. Bis dies behoben ist, muss ich die anderen Plattformen des Labors konfigurieren, um ihren Verbrauch zu minimieren und mehr Strom auf den Elektroschocker umzuleiten. Aha. Die anderen Labormaschinen verbrauchen zu viel Strom. Das heißt, die müssen ausgeschalten werden. Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest.
Ich glaube, das war richtig. Was? Nicht autorisierte Person. Wow, der Deichsel. Alter, Alter, Alter. Wo kommt der jetzt her? Wow. Was? Au, au, au. Hä? Was? Der da oben hat mich gesehen. Okay. Ich lauf mal ein Stück. Kann man denn eigentlich umballern? Oh. Das Letzte, was ich sehe, ist ein wundervolles Werk der Ingenieurskunst. Der Höhepunkt aller Erfindungen. Au! Wow. Alter, du streckst auch. Hey, hallo, ich will mich heilen. Du Klumpert. Was habe ich denn jetzt da, eine Bombe? Hier, etwas Silber für Ihre Schädel. Alter, au! Ich kann nicht laufen, ich kann gar nichts. Schau, eine Rune. Ha! Ist das Klump jetzt hin? Ist die Maschine jetzt weg? Ja, ist die kaputt? Brief von Delilah. Oha. Kirin, du hast gefragt, wie das Nichts aussieht und sich anfühlt, wenn es mit einem richtigen Ort vergleichbar ist. Hier meine Antwort. Befasse dich nicht mit solchen Angelegenheiten. Es ist so wirklich wie alles, was ich bisher erlebt habe. Moment, die war auch dort? Aber wenn du es verstehen würdest, wüsstest du, dass solch eine Aussage so wenig Sinn macht wie die Aussage, dass ich tot war. Das Nichts ist unbeschreiblich, es ist unendlich und es ist nirgends in ständiger Veränderung und fortwährend. Es gibt mehr Dinge im endlos schwarzen Nichts, Kirin Chindosh, als ich eure Naturphilosophie erträumen kann. Lass die Finger von Dingen, die außerhalb deiner Reichweite liegen, und sei froh, dass du mit mehr Erkenntnis gesegnet bist als die meisten Menschen, Delilah. Toll. Delilah. Ich glaube, der ist hin, oder? Den hat es zerlegt, oder? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das heißt, das ist speicherungswürdig. Ich bin so froh. So. Das heißt, hier gleich drauf gespeichert. Und jetzt müssen wir den Kerl da oben noch irgendwie schnappen, sage ich jetzt mal. Wie wir das anstellen, ich weiß es nicht so recht. Aber da oben hakst du rum. Das müsste schon eher sein, oder? Mhm. Oh. Da war niemand. Der Kerl da oben macht einen leicht nervös. Aber nur leicht. Hier gäbe es noch so viel zu entdecken. Na, wie kriegen wir jetzt den Fuzzi? Da dreht er wieder um. Wow. Huh. Einen weiteren Befehlssatz absolviert.
Jetzt geht er wieder, ne? Das ist voll schwer, den da irgendwie hinzukriegen. Kann man da nicht einfach irgendwo den... Oh. Jetzt Zentralmotor überprüfen. Der steht noch. Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Das ist die Frage. Gespeiert haben wir ja, ne? Wow. Allgemeine Ordnungsmodus. Ich wollte die Hand wegschießen. Den kann man irgendwie nicht besiegen, oder? Warte, wie geht's da nicht lang? Au. Ich habe immer noch keine Ahnung. Kampf verloren. Au. Warte mal, warte. Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Alter. Laden. Vielleicht lasse ich den einfach stehen. Ist vielleicht gesünder für mich. Ich glaube, ich lasse den einfach stehen und schaue, dass ich den oberen, dass ich ihn da jetzt irgendwie, ja, würgen kann, sag ich mal. Und ihn auf den depperten Stuhl setzen kann. Na gut. Die Frage ist halt nur. Wow. Ist da jemand? Nein. Zeig dich! Da ist niemand. Ich versteck mich mal. Okay, da ist nix. Kirin Jindosh. Da. Ich versteck mich mal. Ich sollte vielleicht auch speichern, oder? Wartet mal, ich bin lästig, ich weiß. Ja, warte, wie weit geht's runter? Hier, passt schon. Darauf gespeichert, fertig. So, und weiter geht's. Bewegt sich der Depp noch? Nicht so wirklich, ne? Mäuschen. Hallo Mäuschen. So. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Nö. Okay. Zum Werfen haben wir da irgendwie nichts, ne? Gut, ich würde mal sagen, ich muss, da wir schon so nah an ihm dran sind, muss ich leider nochmal speichern. So, und weiter geht's. Ich will den unbedingt auf den Stuhl setzen, diese Drecksau. Entschuldigung, hört sich jetzt echt gemein an, aber der Bastard hat's verdient. Komm, dreh dich um. Wow.
jetzt da rein? Da unten? 1000 Rotationen. Hm. Wiedereinleitung des Graphits. Neue Diagnoseschleife. Vielleicht nochmal speichern? Es tut mir leid, es tut mir leid. Wow. Da steigt glatt mein Blutdruck. Wer ist jetzt gegangen? Na! Ich hab sie gesperrt, ich hab sie gesperrt. Sie haben mein prächtiges Zuhause gesehen. Dann wissen Sie auch, dass... Oh! Könnt ihr mich nicht einfach beschützen, ihr Idioten? Verdammt. Na, können Sie nicht. Warte, Entschuldigung. Das war schlecht. Schaut da unter den Tisch, ne? Scheiße. Geht weg. Ich will ihn doch nur erwürgen. Menno. Komm. Brav. Komm. Ah, die falsche Taste. Kruzifix. Entschuldigung. Ich gibt's ja nicht. Ey, aber das klappt schon. Die falsche Taste. Ich habe jetzt die Umschalttaste gerückt statt die Steuerungstaste, weil ich so kurze Finger habe. Ja. Normal sollte das besser gehen, aber ja. Mit kurzen Fingern besser gehen, meine ich, glaube ich. Scheiße. So, aber jetzt. Alle guten Dinge sind 20. So, jetzt wird's. Ich habe den kleinen Finger schon mal bereitgestellt, jetzt muss das hinhauen. Dreck, verflixter. Na los. Geh. Kschuh. Jetzt. Jawohl. Bravo. Dann nehmen wir gleich mal mit. Und da schnarcht er, ne? Das ist so lustig, wenn die schnarchen. Was haben wir denn da? Licht entlang der... Inverse Kurve? Echt? K.A. Ich kenne mich mit Kunst nicht aus. Es tut mir leid. Koordinierung. Konditionierung Sokolov. So. Langsam bin ich mit meinem alten... Was? Langsam bin ich meines alten Lehrers überdrüssig. Super. An sich bräuchte ich ihn nicht, um die Konstruktion der... mechanischen zu vereinfachen. Aber ohne Sokolov könnte es Jahre dauern, um die Kosten jedes Soldaten zu verringern. Das heißt, eine billigere Version aus schneller verfügbaren Materialien zu entwerfen, die Herzog Abeles schwachsinnige Arbeiter zusammenbauen können. Der Herzog soll seine mechanische Armee kriegen, dafür werde ich sorgen. Die Frage ist nur, wann? Ich experimentiere weiter mit dem Elektroschocker. Und wenn ich Sokolov nicht dazu bringe, mir zu helfen, werde ich ihn aus purem Vergnügen weiter in der Maschine lassen. Du Dreckschwein. Du Elendiges. Aber jetzt wirst du deine eigene Medizin kosten. Notiz für Kirin Chindosh. Kirin, ich hoffe, diese blassen Sterne blicken gnädig auf unsere Versuche herab, Sokolovs Gunst zu gewinnen. Aber wenn der alte Bock nicht nachgibt, kann ich eine Alternative dazu anbieten, ihn lediglich in ihren Vorführraum zu sperren und dieser grausamen Elektrotherapie zu unterziehen. Ich habe ein neues Bildnis begonnen, ein Bildnis von Sokolov. Mit der Zeit kann ich damit vielleicht Einfluss auf ihren verehrten Gast ausüben. Brianna. Ja, toll. Super.
Super. Spitze. Der schnarcht dann. Ah, schön, wie der schnarchen kann. So. Ich muss da nur aufpassen, dass wir die Maschine unten nicht irgendwie aus Versehen aktivieren tun. Was haben wir da? Oh, getrocknete Blutfliegenpanzer. Ja, das gibt Geld. Hier ist nichts und da... Nein, der da. Da ist was. Geschoss... Geschoss zersplitternder Keil. Keile. Mit E. Keil E. Oh, cool. Also ich freue mich. Ich freue mich. Yippie, juppa, da, rap, da, da. So, was haben wir hier noch Schönes? Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Hat sie einen Audiographen gegeben? Da redet doch irgendwer, oder? Vielleicht gibt es hier... wie der schnarchen tut. Vielleicht gibt es hier noch einen Audiographen irgendwo. Kann ich mich? Hüpf, jawohl. Gibt es hier noch was für uns? Nicht so recht. Da vielleicht? No. Hier drinnen vielleicht? Ja, Kupferdraht. Aha. Meine Reise nach Bandysien. Der vierte Teil. Den kennen wir auch schon. Ist das sein Bett? Na toll. Da lebt er doch glatt bescheiden, ne? Das ist wahrscheinlich, wenn er bei seinen Forschungen todmüde wird, das kann ja mal passieren, dann legt er sich einfach mal hin. Was? Nein, nicht hinlegen, den Deppen, den brauchen wir ja. So, ich dachte, da kann ich was aufmachen. Aber ich sehe gerade, da waren wir schon. Alles klärchen. Gut. Hüpf. Ich werde mich mal hier hinbegeben. Mich kurz umschauen, wo der Depp steht. Dieser Roboter, ich fürchte, er steht recht ungünstig. Das hat wieder Strom. Kein Strom mehr. Ja. Passt. Oh oh. Alter, mich trifft da nochmal der Schlag, ey. Haben wir jetzt schon genug? Na, da drüben ist noch so ein. Da, der wird noch ausgeschaltet. Der ist. Alter, mir trifft jetzt gleich mal der Schlag, ey. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Warum ist denn das alles gesperrt? Heißt das, das klappt schon? Haben wir genug Saft? Ich speichere mal. Huja. Und zwar. Da drauf. Jawohl. Okidoki. Mhm. Passt. Und dann, ja, ist es dann quasi Hammer genug? Was zum Teufel? Die Spule macht mich wahnsinnig. Jetzt müsste es reichen. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Oder die Spule muss komplett voll sein. Das könnte es auch sein, ne? Dass das hier komplett voll sein muss. Die Spule komplett im Saft stehen muss. Schalter.
Und was ist das jetzt schon wieder? Und wie schaltet man das jetzt schon wieder aus? Wow! Der Roboter. Hey! Ich bleib stecken irgendwie. K.A. Stecker ziehen? Oder es muss echt hier voller Saft sein. Wahrscheinlich hier das Rätsels Lösung, ne? Elf. Neue Diagnosenschleife. Das Gemeine ist, dass sich da hier immer alles bewegen tut, ne? Ja, wenn er aus ist, hilft es nichts. Da muss eben voller Saft sein. Ja, und welche Maschinen sollte ich dann bitte ausschalten? Ich kann mir nur vorstellen, dass die beiden da sein sollen. Ich sehe schon, das kann ich probieren. Was steht denn da? Die Maschine stellt Kampfkraft fest. Anton Sokolov, einst kaiserlicher Arzt und Leiter der Akademie für Naturphilosophie. In ihrer Blütezeit der begehrteste Maler des Kaiserreichs. Held meiner Jugend. Jetzt meine Marionette. Wenn Sie dieses unelegant aussehende Gerät gegen mich einsetzen wollen, nur zu, Jindosh. Ich weiß allerdings nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss zugeben, ich verspüre ein wenig professionelle Neugier hinsichtlich seiner Funktion. Geduld, mein Freund, Geduld. Der Ablauf ist dabei sehr wichtig. Sie werden meine Elektroschockmaschine schon verstehen. Aber wann? Bevor oder nachdem dieses Licht Ihre Augen verlässt? Und wohin geht es, wenn es verschwindet? Wer wird mir das sagen? War schon mal jemand so in den Klang seiner eigenen Stimme verliebt wie Sie, Kirin? Vielleicht könnte das Gerät uns dabei helfen. Nein, leider nicht. Aber was es kann, ist Ihnen das zu nehmen, was Sie am meisten lieben. Ihrem kostbaren Intellekt. Wenn Sie nicht am nächsten Prototyp des Mechanischen mitarbeiten, verwende ich das Gerät an Ihrem Gehirn, Sokolov! Ich weigere mich! Als sappernder Idiot nerven mich zumindest Ihre wortreichen Theorien nicht mehr! Die Maschine läuft gerade langsam. Ach so, das sind die einzelnen Stockwerke, ne? Die einzelnen Plattformen. Ach so, okay. Okay, das sind die einzelnen, sagen wir mal, seine Wohnbereiche, ne? Oder Arbeitsbereiche, wie auch immer. Ja. Ich denke mal durchsuchen, aber wir sollten eigentlich den Strom ausmachen, ne? Ich kann nicht abstreiten, dass mich der Roboter nervös macht. Ja. Der macht mich nervös. In der Tat. Aber da waren wir doch schon überall, ne? Wir haben den Zettel auch. Soll ich vielleicht den Zettel nochmal durchschauen? Was war da? Aha. Da ist auch nichts zum Ausschalten irgendwie, oder? Stecker ziehen? Na. Dann probieren wir das nächste Knopf. Irgendwo müssen wir doch hinkommen.
hier ist nur dasselbe, ne? Chemie, Holzarbeit, ja. Chemie. Chemie. Wenn das läuft, fährt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Was? Ha? Ich meine, oh, der Part ist auch zu Ende. Ich meine, das ist schon alles interessant hier eigentlich, ne? Wie der. Wie das Raum, also das Haus hier ist echt der Hammer. Das muss man wirklich, das muss man hoch anrechnen. Wirklich wahr. Das ist echt Hammer. Wie die das hier programmiert haben, gebaut haben. Muss, also ich bin echt begeistert, muss ich wirklich sagen. Da ist auch leer. Was ist denn das für Klumpert hier? Alle Maschinen müssen ausgeschalten werden. Aber was läuft denn hier? Da, was haben wir da? Chintosh-Eintrag über Wahlknochen. Das tun wir noch lesen, dann beenden wir den Part. So, heute werde ich die Anatomie-Plattform errichten. Und ins Labor bringen, um dort meine Arbeit am Runenartefakt fortzuführen. Obgleich ich mich der Naturphilosophie verschrieben habe, muss ich zugeben, dass meine Zusammenarbeit mit der Okkultistin Brianna Ashworth mein Interesse an Wahlknochen neu geweckt hat. Wenn ich an die letzten 3 Jahre denke, in denen ich mit Brianna zusammengearbeitet habe, kann ich die Vermutung nicht gänzlich ausschließen, dass die Knochen der Leviathane über außergewöhnliche Eigenschaften verfügen. Wenn ich sie unter Druck setze, redet sie sinnloses Zeug, wie es Spiritualisten tun. Bei dem Versuch, Antworten zu finden, habe ich eines dieser sogenannten Runenartefakte beschafft. Aus Sicht der engstirnigen Idioten des Ordens ist das natürlich Ketzerei. Allerdings haben meine Untersuchungen bislang nichts Interessantes ergeben. Eine Probe menschlichen Gewebes, das von diesen Runen in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnte Aufschluss gewähren. Zum Beispiel sagen wir, der Kieferknochen, eines dieser armen Hunde, die von den Aufsehern bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Ja, toll. Gratuliere. Sauber. Ja. Ich werde versuchen, mich hier ein bisschen schlau zu machen. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es die Maschine da ist. Ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt erstmal ein bisschen schlau und versuche, diese Maschinchen zu finden, die hier so viel Strom fressen tun. Und dann werden wir hier weiter tun und dem gnädigen Herrn da eine ordentliche Kopfnuss verpassen. Na gut, ihr Lieben. Oder Gehirnwäscherei, keine Ahnung. Ja. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!